In diesem Video soll es darum gehen, wie man einen Novastar Helligkeitssensor mit einem Taurus Multimedia Player verwendet. Ich befinde mich wieder in Vplex Express, habe meinen Taurus Player, der mir angezeigt wird, bin mit dem Gerät verbunden und gehe als ersten Schritt einmal auf Terminal Control. Ich möchte jetzt erstmal gucken, ob der Sensor, der an meinem Gerät angeschlossen ist, richtig angeschlossen worden ist und ob dieser funktioniert. Dafür scrolle ich einmal ganz runter und klicke hier auf Sensor. Wie gewohnt öffnet sich ein neues Fenster. Ich habe hier links meine Liste mit Geräten und in der Mitte sehe ich einmal hier, dass ich ein Produkt auswählen kann. Wir haben jetzt einen Novastar NS060 Lichtsensor angeschlossen. Den gibt es unter www.novastar.shop zu kaufen. Und da es sich um einen Helligkeitssensor handelt, ist hier einmal das Feld Brightness, also Helligkeit, ausgewählt und wir sehen, dass hier Werte ausgegeben werden, das heißt, mein Helligkeitssensor funktioniert. Ich kann dieses Fenster jetzt schließen, scrolle wieder hoch und gehe einmal auf Brightness Adjustment. Und hier sehe ich, dass diese Funktion hier gerade auf Manual gestellt ist, das heißt, die Helligkeitssteuerung erfolgt manuell über diesen Schieberegler hier. Um jetzt den Sensor zu benutzen, klicke ich hier einmal auf Smart. Was wir jetzt hier sehen, ist eine neue Schaltfläche oder eine neue Ansicht. Und wenn ich einmal auf das Plus klicke, habe ich hier einmal die Möglichkeit, die Helligkeit über Timing einzustellen. Das heißt, ich bestimme Uhrzeiten, zu denen bestimmte Helligkeiten eingestellt werden sollen. Oder ich klicke auf Auto und das betrifft dann unseren Helligkeitssensor. Die Einstellungen, die wir hier sind, lasse ich jetzt einmal so, klicke auf Add und sehe jetzt hier, dass in dieser Tabelle eingestellt ist, dass das Display immer über den Helligkeitssensor reguliert werden soll. Als abschließenden Schritt klicke ich jetzt hier noch auf Brightness Mapping Table, denn ich muss ja meinem Sensor Werte angeben, die eben gelten sollen. Und hier sehe ich jetzt eine Tabelle mit Helligkeitswerten auf der linken Seite für die Umgebungshelligkeit, dann hier einmal die Screen Brightness, das heißt, bei diesem Wert soll das LED-Display mit 100% Helligkeit laufen und das geht dann eben so nach unten weiter. Ich klicke jetzt hier mal auf das X und lösche alle Werte raus und klicke einmal auf diese Schaltfläche hier und kann damit dann eine neue Tabelle erstellen. Hier gebe ich einmal an, bis zu welchem Helligkeitswert in der Umgebung gemessen werden soll und hier einmal der niedrigste Wert für die Umgebungshelligkeit. Dann habe ich hier einmal die Helligkeit des Displays, die der Maximalwert sein soll, das heißt bei 65.534 Lux soll das Display mit 100% Helligkeit laufen, bei 0 Lux eben mit 0%. Das ändere ich jetzt einmal, ich gebe hier einmal 20 ein und hier unten 5. Die letzte Zahl gibt an, wie viele Zwischenschritte jetzt automatisch erstellt werden sollen. Wir belassen das einmal bei 10, klicken auf OK und sehen, dass jetzt hier eine neue Tabelle angelegt worden ist. Unten einmal bei 20 Lux 5% Helligkeit und oben 100% Helligkeit. Ich kann ja auch noch manuell neue Werte hinzufügen und ich kann die Werte, die hier angegeben sind, über diese Schaltfläche auch noch anpassen. Ich belasse das jetzt einmal so, wie es ist, klicke auf OK und auf Apply und damit ist der Helligkeitssensor konfiguriert und einsatzbereit.